Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und dies ist die zweite Folge von Bahnfinders. Hat ein bisschen länger gedauert. Es gab ein paar Veränderungen und Bahnfinders fand ich jetzt nicht an der Stelle, um jetzt so viele Aufnahmen von diesem Spiel zu machen. Nebenbei, Odin ist noch da und ich habe Angst, dass er die Kamera rumschmeißt. Wehe! Just don't do it! Ja, Veränderungen bezüglich der VR-Brille. Die ist jetzt erstmal futsch. Ich hab nichts mehr! Warte mal, Twitch! Enrique hat gesagt, ich soll keinen Namen nennen. Aber ihr geht's gut. Ich bin ja auch nicht böse. Die Alternative ist schon unterwegs und es klärt sich alles und dann wird es auch wieder VR geben, aber vorerst werde ich mich, glaube ich, mal wieder an Non-VR ranwagen und gucken, das Beste daraus zu machen. Dann steigen wir gleich ein ins Spiel, in Bahnfinders, in dieses dumme Hartz-IV-mäßige Spiel, aber ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Los geht's. Dann gehen wir mal hier rein und gucken mal. Oh ja. Der High Five Wolf. Mensch, Wolf. Alex, Wolf. Den müssen wir noch an den Mann bringen. Und die Schubkarre, die legendäre Schubkarre. Und genau, erstmal Musik. Wunderschön, ich fühle mich wie zu Hause. Nicht. You can tell you have great taste. Oh yeah, great taste. Mm. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall eine E-Mail von Uncle Billy. Hey Kid, a new tournament of Miko's Bit Wars just started. Let's go to the bridge storage and win this. The final round will give us tickets to Hawaii. Hawaii. Oh, Hawaii. If you find a car engine there, send it to Cousin Kevin. Cousin Kevin, 430. $34, das brauchen wir. Das machen wir. Bahnhof. Bahn Storage. Let's fucking do this! Fühlt ihr es auch? Die Energie? Den Drang zu kaufen in the Bridge Storage. Miko's Special Event. Okay. Müssen wir hier schon mal... Yes! Mehr Geld! Your first auction. Your goal is to be the highest bidder at the auction. Use small and big bid buttons to increase the price. After winning, feel free to explore and take all the items. Okay, kriegen wir hin. Aber erstmal suchen wir uns den heißen Scheiß hier. Denn wer den Müll nicht ehrt, ist dem Euro nicht wert. Okay. Ein Moment. Ich suche noch. Das ist wichtig. Nichts. Hört ihr das? Hört ihr das? Hallo? Toilettenpapier. Fuck, ich habe keine Axt. Was, wir müssen irgendwann mal hier wieder zurück und die Axt holen. Den heißen Scheiß lasse ich mir nicht entgehen, Leute. Okay. Ich kann die Sprache nicht. Ich kann die Asi-Sprache nicht. Was? Okay.
Ich rühre sie nicht an. Versprochen. Oh, ich höre wieder was. Er ist drinnen. Ich wittere was, dass man wieder... Nein. Okay, doch nicht. Hallo, Sie Dame? Lassen Sie... Oh, das war japanisch. Okay. Gut, gut, gut. Huhn. Das war britisch. Okay, let's do this. Do you want to start the auction? Yes. Hey, hang on. Okay, okay, okay. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Ich denke mal, alles richtig gemacht. Zwar das ganze Geld verprasselt, was uns der Dude uns geliehen hat, aber hey. Who cares, sag ich ja immer. Ja, ich höre es, ich höre es. Aber erstmal müssen wir hier die heiße Ware. Oh. Ein Yamaha Engine. Nice Dicer. Was ist das? Können wir das mitnehmen? Ich will es mitnehmen. Ich will sammeln. Ich will ihn Brad nennen. Boden. Okay. Man kann nicht ducken. Ah, doch mit C. Das. Reifen. Reifen sind schon wichtig. Gut zu wissen. Das macht ja auch Sinn. So, man kann ja kein Auto bauen ohne einen Reifen. Dann wäre das ja kein Auto. Oh, der Fuse fehlt mir. Okay, wir müssen suchen. Oh yeah! Pferdebusse. Ich stehe total auf Pferdebusse. Hätte ich genug Platz hier, würde ich richtig viele Pferdebusse hier aufhängen. Einfach nur, weil ich es kann. Nein, will ich nicht. Ich mag keine Pferde. Ich mag einfach keine Pferde. Die sehen komisch aus. So. Was haben wir? Ei, geil. Ei, geil. Dreck. Eine, Spring. Ein Tuch. Ein Tuchens. Noch mehr Rifles. Nochmal mehr Deko. Den Dreck.
Den lieben wir so sehr. Hier hinten ist bestimmt auch noch was. Oh, ein Teil für unser Fahrrad. Daran kann ich mich noch erinnern, sonst ein Teil für unser Fahrrad fehlt. Mhm. Okay, ein Tank. Ja, richtig geiler Scheiß hier. Das hat sich ja richtig gelohnt. Oh, ein kühler Grill. Und noch ein Foto von... Ist Justin Timberlake? Justin, weg mit dir. Keiner mag dich, Justin. Du hast meine Kindheit versaut. Wegen dir musste ich Lieder für von NSYNC. Der war doch bei NSYNC. Oder war der bei Backstreet Boys? Eins von beiden. Wegen dir musste ich singen. Vor Menschen. Booty. Das werde ich dir niemals verzeihen, Justin. Niemals. Aber den Reifen verzeih ich. Ist das fucking Blut? Was ist hier passiert? Eidei. Ja, liebe Grüße gehen an Flo raus, der immer Eidei gerufen hat. Du warst mein Held, Flo. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ein tanzender Frosch. Oh, Comic Strip. Hey, hier ist so viel geiles Zeug. Richtiger Jackpot. Ein Fernseher mit einem Pflaster drauf. Weil da, Pflaume ausgelaufen ist. Ich möchte aber die Couch mitnehmen. Dude, ich will die Couch mitnehmen. Die Couch ist mehr wert als das Auto. Glaub mir. Das ist die Casting-Couch. B-Runs? Bier. Sorry. Das Niveau ist jetzt ganz tief. Tief unten gelangt. Und das Auto. Ah, I see. Man musste so viel Geld, also man muss den ganzen... Fuck. Ich kann mich dran gewöhnen, immer noch dran gewöhnen, dass ein Mikro ist. In VR ist alles besser. Man musste den ganzen Schrott finden, damit man irgendwann mal Geld hat. Aber man hat auch wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, die Auktion mit weniger Geld zu gewinnen. Aber weil ich das Spielprinzip nicht verstanden habe, ist das auch egal. Auf jeden Fall nehmen wir dieses Auto. Und ich glaube, das war alles. Mehr gibt's ja nicht. Gibt's noch irgendwelche Geheimnisse, die hier auf uns lauern? Denn, ihr wisst, ich möchte alles finden. Gonna catch you all. Nichts ist verzweifelhafter, als wenn man Sachen vergisst. Wie zum Beispiel die Hose zur Arbeit. Ist mir noch nie passiert, aber ich habe jedes Mal Angst, dass genau das passieren könnte. Bei meinem jugendlichen Leichtsinn, oder nein, ich bezeichne es anders, bei meiner Verpeiltheit. Aber zum Glück ist das noch nie passiert. Ich hoffe, das wird auch nie passieren. Ja genau, also hier, da werden wir irgendwann mal reingehen können, hoffe ich doch. Ich hoffe, dass wir hier irgendwann wiederkommen können. Also ich denke, das wird ja jetzt nicht die einzige und letzte Option sein. Aber, und dann werden wir uns das goldene Klopapier holen, dass das zusteht. Was? Okay. Ja gut, dann wird das wohl bedeuten, dass wir jetzt gehen werden. Hm. Danke, dass ihr daran teilgenommen habt. Ihr seid alles Loser. Wollte ich nur sagen. So. Let's go home. Yes. Passt. Ja, goldenes Klopapier haben wir nicht. Scheiße. Das heißt, wir brauchen eine Axt. Wir brauchen eine verdammte Axt. It should work. Ah, Packer Sand, okay. So. Yes, Geld bekommen. Als erstes holen wir uns, die Axt wieder. Also, was heißt wieder? 300! Oh mein Gott!
No return. Okay, okay, okay. Aber was auch wichtig ist. Ja, so eine Cleaning Machine. Also ich gehe mal davon aus, dass man ja wieder Dingens zur Auktion kommt. Und dann kann ich auch da nochmal, ich denke mal, als nächstes kommt jetzt sowieso nicht die Auktion. Bis dahin werde ich auf jeden Fall, sorry, die Axt holen. Aber wir brauchen auf jeden Fall so eine Cleaning Station. Zack. Cleaning dirty items. Miko's Cleaning Station allows you to clean dirty items. Dirty items have the dirty icon. Put item on the cleaning station on the clean it with a secondary action button. Rattern. Oh nein, ich wollte nie so reden. Ich wollte nie so einer sein. Okay, wir nehmen das da. Platzieren das da. Und, ja, platzieren das da. Und dann wird geputzt. Ja, wunderschön. Kätzchen, wunderschönes Kätzchen. Tut sich da was? Ah, ja. Ich glaube, ich muss den Keck drehen. Wie dreht man? Oh, das reicht. Nee, hat keinen Unterschied gemacht. Na gut, dann jetzt. Item clean. Ist er nicht süß? Yes. Ja, yeah, $45. Nicer Scheiß. Okay, nächstes Objekt. Was stinkt und riecht nach Scheiße? Natürlich. Gummipuppe. Wunderschöne Prinzessin, ich mache mir wieder richtig schön sauber, dass du gleich wieder in Händen glücklicher Männer kommst. Geht das? Nö. Hat die eine Unterhose und eine Box an? Oh, ich dachte, fake! Wie viel ist es wert? 16. Und das ist 25 wert. Mist. Medium Shelf. Das steht hier auch da. Dick. Haben wir gerade nicht. Ja gut, dann. So, es ist Tag. Es ist Tag. Neues Tag, neues... Was labere ich da eigentlich? Neuer Tag, neues Glück. Oder heißt das neue Sonnenstrahlen? Neues Glück? Wie dem auch sei, hier müssen wir unseren Laden endlich öffnen. Selling to the clients. Click on the client to start selling. You can sell, decline or haggle for the better price. When you haggle, don't be too greedy or you might lose some money. Oh, ich hasse es, zu handeln. Kommen die jetzt? Bling, bling. Oh. Okay, okay. So schnell geht es. Okay. Und interessiert? So ein bisschen geht schon noch. Muss ich jetzt stoppen? Nochmal, no risk, no fun. Easy. Ich bin so gut im Verhandeln. Ja, Mann. Nimm es. Yeah. Odin, du stehst auf der Maus. Nasi? Ah, sie interessieren sich also für das Radio. Okay, I see. Mhm, bitteschön. Oh, da geht noch was, oder? Was denken Sie? Ja, so gefällt mir das. Bitteschön, es ist ihrs. So. Und nun? Ich muss ein neues Zeug reinmachen. Ich habe ja noch die wunderschöne Modepuppe von Louis Vuitton. Mit diesen äußerst
attraktiven Mund. Was ist das? Was? Oh, du willst ein Auto kaufen. Kann man das schon? Was? Sorry, ich habe sie nicht gesehen. Es tut mir leid. Oh, fuck, ist so schnell. Yes. Da geht noch was, da geht noch was. Bitteschön. Yes. Ein Auto verkauft, ey. Scheiße. Yes, zwei Leute. Aha. Warst du nicht vorher schon da? Na, wie dem auch sei. Yes. Da geht noch was, da geht noch was. Bitteschön. Cool, man. Eine Schubkarre. Interessiert? Yes. Fuck yeah. Bitteschön. Noch irgendwas? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich brauch Geld. Gib mir Geld. Kann man das? Ja, es ist halt kaputt. Nee, 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 nee. Das lassen wir. Fuck. Ui. Hallo, hallo. Okay. Sehr suspekt, der Dude. Bitteschön. Bitteschön, kommen Sie nie wieder. Unsellable, unsellable. Ja, die Reifen, aber die Reifen wollte ich ja eigentlich behalten erstmal. Und das Rad auch. Oh, der Stuhl, der Stuhl, der Stuhl, der Stuhl, der Stuhl. Noch was? Den muss man halt noch reparieren. Und wenn ich den repariert habe, dann Leute, kann ich so viel Geld machen damit. Ist der nicht auch kaputt? Nee, ich glaube, der ist nicht kaputt. Hallo! BBT Mama noch. Ja, der ist wunderschön, dieser Stuhl. Den gibt's nur einmal auf der Welt. Ja, das ist ihnen wert, Geld noch mehr zu zahlen. Ja, okay. Ausnahmsweise. Ich verdiene zwar nichts dabei, aber hey, nehmen Sie ruhig. Hauptsache, sie sind glücklich. Miko, komm, den Fernseher kriegen wir auch noch an den Mann. Hallo. Huhu. Ein wunderschönes Fernseher. Unikat hat Michael Jackson drauf Fernseher geschaut. Ja, okay. Bitteschön. Das war's. Es ist closed. Machen wir den Laden dicht. Dann legen wir uns bequem die Abendsonne hin. Beenden wir diese zweite Folge von Bauernfinders. Und machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja, was soll ich sagen? Bauernfinders. Schon ein weirdes Spiel. Wenn man sich überlegt, dass dieses Spiel nicht weit entfernt von der Realität ist. Manche Menschen müssen Scheiß verkaufen, um zu überleben. Bin ich froh, dass ich in einer Welt lebe, wo ich sowas nicht machen muss. Oder mir mein Geld woanders verdiene. Aber man darf den Witz in der Sache nicht verlieren. Und ich freue mich immer wieder, auch solche Spiele mal spielen zu können, wo Gewalt und Drama und Hass und was auch immer nicht im Vordergrund steht. Dementsprechend hoffe ich, dass es euch gefällt, wenn wir mal so witzige Spiele spielen und ihr auch beim nächsten Mal vorbeischaut.
Und vielleicht auch, wenn die VR demnächst mal funktioniert, also wenn die neue da ist. Neue. Einfach nur ein Ersatzgerät. Um mit Fallout 4 weiterzumachen. Und eine ganze Reihe anderer VR-Spiele. Oh, mir fehlt VR so arg. Danke eh nochmal dafür. Und der Sturz war es wert. In diesem Sinne, euer Inner Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.